herzliches Servus zu einer weiteren Spezialausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt, geht es diesmal um ein Basketballspiel, und zwar fand dieses Basketballspiel im Rahmen der zweiten österreichischen Basketball-Bundesliga zwischen der PBU Salzburg und dem Liga-Neuling Basket 2000 Paris aus Wien statt, und dieses Spiel bot einige sehr gute Szenen. Vielleicht vorher noch zur Tabellensituation in dieser Liga. Die Mattersburg Rocks führen vor den Mustangs und ihrem UPC, und die Salzburger sind am 9. und damit vor drittletzten Platz zu finden. Das Ganze sogar noch hinter den Basket 2000 Bears aus Wien, die sich auf Platz 8 befinden, und die Salzburger können mit einem Sieg in dieser Begegnung die Wiener überholen und somit den Platz tauschen. Für Spannung war also gesorgt, und wir schauen uns gleich an dieser Stelle einmal das erste Viertel an. Beim Spiel der BBU Salzburg gegen den Basket 2000 Warriors aus Wien sind zunächst einmal die blau spielenden Gäste am Ball, finden keine Anspielstation, und noch einmal vielleicht zur Tabellensituation: die Mattersburg Rocks führen vor den Mustangs und der UBC, und die beiden Mannschaften, die wir hier sehen, sind Tabellennachbarn. Spielstand auf jeden Fall punktelos 0:0. Jetzt wieder ein Angriff der Salzburger. Schöne Aktion. Bei diesem Spiel ist es wichtig, dass der Ball innerhalb von 24 Sekunden über die Mittellinie gebracht wird, beziehungsweise ein Korbwurf vorgemacht, und schon war auch der erste Korb und die zwei Punkte für die Gastgeber. Herrlich herausgespielt, kann man da nur sagen. Dann wieder die Gäste aus Wien. Wurf, und auch dieses Mal war drinnen, war außerhalb der 3-Punkte-Linie, daher 3 Punkte, und die Gäste gehen zunächst in Führung. Doch die Salzburger bleiben dran. Schöne Aktion, und im Nachwurf konnten die Salzburger wieder 2 herrliche Punkte erzielen. Erwähnenswert ist auch an dieser Stelle die Nummer 10. Das ist der spanische Forward Guillermo Sanchez Daza, der ja in dieser Liga zweitbester Scorer ist und einen Schnitt mit 21,8 Punkten pro Spiel hat. Doch die Gäste sind zunächst in Führung. Wir haben ja gerade vorhin einen weiteren Korb gesehen. Die Salzburger geben allerdings nicht auf. Sehr gut umspielt, ein sehr genauer Pass, Wurf, und auch da war der erste Dreier für die Gastgeber da. Alles in allem ein sehr flottes und spannendes Spiel im ersten Viertel. Dann wieder die Gäste. Können sich hier nicht durchsetzen, aber der Pass war sehr ungenau, und das Spiel wird mit Ballbesitz für die BBU Salzburg fortgesetzt. Schöner Pass. Läuft hier auf jeden Fall an. Immer noch die BBU Salzburg, aber auch dieses Mal landet der Ball nicht im Korb, und es gibt Freiwürfe für Salzburg. Ein Freiwurf zählt, wenn der Ball im Korb landet, jeweils einen Punkt. Erster Freiwurf, kein Korb. Es gibt noch einen zweiten, den wir hier gleich sehen werden. Der Schiedsrichter zeigt noch einen weiteren Freiwurf an. Und dieses Mal war drin, ein weiterer Punkt auf das Konto der Gastgeber. Dann wieder die Wiener am Ball. Der Ball befindet sich außerhalb der 3-Punkte-Linie. Finden keinen Anspruch, aber auch dieses Mal können sich die Salzburger befreien. Ein schöner Konter, Wurf, und im Nachschuss geht der Ball auch nicht in den Korb.
Weiter im Versuch. Auch dieses Mal gut abgefangen von der Salzburgerin. Wieder ein schöner Konter. Ja, eine flotte Begegnung, die hin und her geht. Und ja, alles in allem ein sehr gutes Basketballspiel. Der Ball geht ins Tor, wie man im Hintergrund sieht, allerdings nicht, wo er eigentlich hingehört, in den Korb, der übrigens in einer Höhe von 3,05 Metern hing. Das Spiel wird mit Ball gesetzt, für die Gäste fortgesetzt und geht ins Out. Daher ein paar weitere Ballbesitz für Salzburg. Die Höhe von 3,05 Meter stammt noch aus der Anfangszeit des Basketballsports und wurde mehr oder weniger zufällig gewählt und ist allerdings bis heute gültig. Wurf, kein Korb, der Ball ging nicht hinein und die Gäste sind wieder im Angriff. Schöne Aktion. Immer noch außerhalb der 3-Punkte-Linie. Bei einem Korb gibt es ja wie gesagt 3 Punkte zu ergattern. Wurf und 2 Punkte, es war ein weiterer Korb, allerdings innerhalb dieser Linie. Wie wir hier sehen, gibt es 2 Schiedsrichter bei diesem Basketballspiel und auf jeden Fall gerade mal ein Spielerwechsel auf Seiten der Gastgeber zu sehen. Das Spiel ist natürlich unterbrochen, wie wir sehen werden. Es ist die Nummer 15, Christian Joch, der in dieses Spiel kommt. Wurf und Korb außerhalb der 3-Punkte-Linie. Es waren sogar 3 Punkte für die Salzburger, die damit ihre Führung ausbauen konnten. Wurf. Kontermöglichkeit. Ein Wurfversuch aus der 3-Punkte-Linie wäre ein Dreier geworden, aber der Ball landete, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt im Korb. Jetzt wieder eine weitere Aktion von dem Korb der Gastgeber. Die im Ballbesitz sind. Und weitere 2 Punkte. Ja, was gibt es zu sagen? Es gibt natürlich einen Forward, Guard und auch Center. Die Positionen werde ich noch im Laufe dieser Sendung etwas näher erläutern. Zurück zum Spiel. Gute Aktion. Schöner Einsatz. Aber auch dieses Mal bringt es nichts ein. Wäre auf jeden Fall ein Dreier geworden. Dann wieder die Salzburger am Ball. Der Ball wurde eingeworfen. Finden keine Anspielstation. Wurf. Und dieses Mal ist das Spiel unterbrochen. Und ja, ich habe schon kurz erwähnt, es gibt beim Basketball mehrere Positionen, die vorwärts, die man auch als Angespieler bezeichnet und auch die Guards. Daneben gibt es auch noch einen Center. Das ist die Nummer 16, Lorenz Ratte, der diese Position bei der BBO Salzburg übernimmt. Wieder gibt es Einwurf,
Wurf, herrlich gemacht, ein Dreier für die Salzburger und schön anzuschauen dieser Aktion. Ein Unterschied zur NBA zu anderen Ligen ist der, dass in der NBA auf 4x12 Minuten gespielt wird. Das war gerade vorhin ein Dreipunkter für die Gäste aus Wien. Die Salzburger sind wieder im Angriff. Wurf. Der Ball geht allerdings nicht in den Korb hinein. Pass. Aber auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Das Spiel wird mit Ballbesitz vorgesehen. Es gibt einen neuen Versuch. Die Gäste sind am Ball. Können sie in die eigenen Reihen behalten. Die Nummer 10 der Gäste, das ist übrigens Alexander Riemann. Und die Salzburger wieder im Angriff. Hier ging es natürlich flott und schnell hin und her. Also ein, wie gesagt, sehr sehenswertes Basketballspiel. Wurf. Gute Aktion. Die Salzburger sind natürlich auch in Führung, was natürlich aus Salzburger Sicht entsprechend erfreulich ist. Jetzt gibt es natürlich wieder eine Spielunterbrechung. Und wie wir gehört haben, wird ein Spiel grundsätzlich von zwei gleichberechtigten Schiedsrichtern geleitet. Wie jetzt wieder die Gäste am Ball, die Nummer 9, das ist Igor Jereminov, ebenfalls aus der Slowakei, ein Guard. Und jetzt gibt es weitere zwei Punkte für die Wiener. Die Salzburger bleiben allerdings wieder am Ball, können sich in ihren eigenen Reihen behalten. Und da gab es natürlich nicht wirklich einen Erfolg. Wurf, der Ball geht knapp vorbei und jetzt landete der Ball drinnen. Zwei weitere Punkte für die Salzburger in dieser Begegnung. Es sah also sehr, sehr gut für die Gastgeber aus. Dann wieder die Wiener. Die Nummer 5 der Wiener, das ist übrigens Dragisan Nadjanovic. Bleibt gerade am Ball, war auch dieses Mal sehr schön abgefangen von den Salzburgern, die einen neuen Konter starten und auch erfreulicherweise in den Korb treffen. Herrliche Aktion von den Salzburgern. Wurf der Gäste, der allerdings nicht in den Korb geht und auch dieses Mal wieder ein neuer an. Jetzt wieder ein Angriff. Gute Aktion, wirklich sehr, sehr. Und ein weiterer Dreipunkter, herrlich herausgespielt. Und ja, schön gemacht, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Super Leistung von den Salzburgern in diesem ersten Viertel. Wieder ein Angriff, schön gemacht. Immer noch die Salzburger am Ball und weitere zwei Punkte. Super, herrliche Partie und für die Salzburger eine wahre Freude zuzuschauen. Basketballherz, was willst du mehr? Es gibt jedenfalls wieder Freiwürfe für Salzburg. Spiel ist natürlich unterbrochen. Die Nummer 14, Jasmin Thomas, führt diesen Freiwurf aus. Erster Freiwurf war erfolgreich.
und ein weiterer Punkt geht auf das Konto der Gastgeber. Wieder die Geste, den Ball. Jetzt aktuell der Malicic. Gut aufgepasst von der Salzburger Abwehr. Schöne Aktion. Und weiterer Dreier für die Salzburger, der auch sehr sehenswert herausgespielt war. Die Nummer 4 der Geste ist übrigens der Forward Christopher Rusitschka. Ist wieder ein neuer Versuch, der allerdings für die Geste nichts einbringt. Und somit konnten die Salzburger gleich das erste Viertel sehr deutlich für sich entscheiden und dieses erfreuliches Zwischenergebnis war auf jeden Fall durchaus verdient. Hier sehen wir noch den netten Korb für die Salzburger, 2 Punkte und somit das auch das erste Viertel. Wie wir gehört haben, wird ein Basketballspiel auf 4 Vierteln zu je 10 Minuten Nettospielzeit gespielt. Das bedeutet, die Uhr wird entsprechend dem Eishockey bei jeder Spielunterbrechung angehalten. Auch die Zählung der Punkte sieht so aus, dass ein Korb grundsätzlich 2 Punkte zählt, außerhalb der 3-Punkte-Linie gibt es 3 Punkte und ein Freiwurf zählt jeweils einen Punkt. Soweit also das Wichtigste zu den Regeln und wir schauen uns gleich das zweite Viertel dieser interessanten Begegnung. Beim zweiten Viertel, es steht 25 zu 12 für die Gastgeber, sind zunächst wieder die Gastgeber am Ball. Beim Basketball gibt es natürlich auch Fouls und es wird hierbei zwischen technischen, unsportlichen und abqualifizierenden Fouls unterschieden. Doch bevor ich dazu komme, kommen wir zum Spiel selber. Die Geste sind am Ball. Wurf, aber es bringt nichts ein. Die Geste können sich allerdings Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Die Nummer 10, das ist übrigens Alexander Drewan, jetzt gerade am Ball, aber nicht erfolgreich. Doch Alexander Drewan bleibt am Ball. Auch dieses Mal ein weiterer Versuch, der 3 Punkte einbringen sollte, der allerdings nicht erfolgreich war. Jetzt wieder die Salzburger am Ball. Wurf. Und auch dieses Mal 2 Punkte für einen sehr sehenswerten Korb. Das Spiel ist unterbrochen. Und das gibt mir Gelegenheit zu erklären, was zum Beispiel ein technisches Foul ist. Und es sind für technische Fehler, administrativen Vergehen und Disziplinlosigkeiten von Spielern und Trainern, beispielsweise Meckern, zu viele Spieler am Feld, Hängen am Ring und Stören des Gegners durch Gestik und Mimik. Jetzt wieder ein neuer 2-Punkter für die Geste. Das Spiel geht hin und her, 27 zu 14, der aktuelle Zwischenstand. Die Salzburger bleiben dran, gut aufgepasst und auch kein weiterer Treffer. Natürlich gibt es neben diesen technischen Fouls auch unsportliche Fouls, die verhängt werden, wenn der Kontakt sehr hart ist oder der Spieler keinen Aussicht hat, den Ball zu spielen, zum Beispiel einen Stoß mit beiden Händen in den Rücken. Jetzt sind allerdings wieder die Gäste am Ball. Die Nummer 8, das ist Dejan Malicic. Feierlicher Versuch. Wurf und gut aufgepasst von den Salzburgern, die wieder im Angriff sind. Wieder die Salzburger am Ball. Und weitere 2 Punkte
für die Salzburger, die ja, wie gesagt, ein Korb zählt grundsätzlich immer 2 Punkte. Im Hintergrund sehen wir auch das Kampfgericht, das aus Anhörer Zeitnehmer und steht. Jetzt gibt es natürlich wieder einen Einwurf. Die Salzburger sind am Ball und weitere 2 Punkte der Salzburger in dieser Begegnung. Jetzt allerdings wieder die Gäste am Ball versuchen es und auch dieses Mal war der Korbversuch erfolgreich. Die Salzburger können den Ball in ihren Reihen behalten und kommen vor den gegnerischen Korb, der allerdings nicht erfolgreich war. Das Spiel ist unterbrochen und ja, es gibt neben dem technischen und unsportlichen Fouls auch disqualifizierende Fouls. Wegen grober Unsportlichkeit verhängt werden. Dazu gehört unter anderem auch Tätlichkeit oder Beleidigung. Ein Foul, bei dem die Verletzung des Gegners in Kauf genommen wird, wird je nach Schwere zu einem unsportlichen oder gar disqualifizierenden Foul. Jetzt wieder ein neuer Wurfversuch, 3 Punkte für die Salzburger. Denn die 3-Punkte-Linie, die befindet sich 6,75 Meter vom Korb entfernt. Wurf der Gäste. Die Nummer 10, Alexander. Der Drehmann ist wieder im Einsatz, bringt allerdings nichts ein. Wieder Ballbesitz der Gäste, Wurf und sehr gut abgefangen von den Salzburgern, war allerdings bereits außerhalb der Outlinie, daher Einwurf für die Salzburger vom eigenen Korb. Schöner Konter, Wurf und drin ist er, 2 Punkte auf das Konto der Gastgeber, die sich damit absetzen konnten. Jetzt allerdings wieder eine Angriffsaktion der Gäste. Wurf und dieses Mal war auch drinnen. Es war die Nummer 4, Christopher Rutsitschka, der einen Korb erzielen konnte. Pass. Und herrliche Aktion von den Salzburgern, ein sehenswerter Wurf und auf jeden Fall 2 Punkte für den Gastgeber. Sehr wichtig in dieser Begegnung. Es gibt wieder Freiwürfe für die Salzburger. Und die Anzahl der Freiwürfe hängt davon ab, wie viele Punkte durch einen erfolgreichen Korbwurf möglich gewesen wären. Ein Freiwurf zählt, wie wir gehört haben, jeweils einen Punkt. Es war ein Freiwurf. Die Gäste sind auf jeden Fall noch am Ball, werden allerdings sehr gut geblockt von der BBU Salzburg. Ja, schöne Aktion. Und weitere 2 Punkte auf das Konto der Gastgeber. Herrlich gemacht. Damit war die Führung doch sehr deutlich. Pass. Und
hier eine sehr schöne Geste. Wiederum die Geste im Angriff. Geht allerdings nicht in den Korb hinein. Wir sehen hier die Nummer 15, Christian Joch. Ball geht dieses Mal ins Aus. Wurde in jedem Fall unterbrochen und es gibt einen weiteren Freiwürfel für die Gastgeber. Zwei Freiwürfe entscheidet der Schiedsrichter. Diese Freiwürfe wird ausgeführt. Der erste Freiwurf war nicht erfolgreich. Einen weiteren gibt es. Und dieses Mal landet der Ball im Korb. Ein weiterer Punkt für die Salzburger, die damit das Spiel fortsetzen können. Jetzt allerdings wieder die Wiener den Ball. Wurf. Immer noch die Salzburger am Ball. War auch da gut aufgebaut. Beziehungsweise ging der Ball nicht ins Korb. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Das war vielleicht eine knappe Angelegenheit. Keine Punkte, Gott sei Dank, aus Salzburger Sicht. Jetzt wieder die Salzburger im Angriff. Wäre eigentlich schon gestoppt gewesen. Das Spiel ist unterbrochen. Ja, ein sehr gutes Spiel für die Zuschauer mit zahlreichen Körben, die zum Teil sehr sehenswert waren. Doch zunächst einmal die Wiener am Ball verlieren in einem Salzburger Leben damit einen sehr sehenswerten Konter starten und auch dieses Mal war der Konter nicht erfolgreich. Schade, da wäre auf jeden Fall mehr drinnen gewesen. Es gibt allerdings wieder Freiwürfe für Salzburg. Zwei Freiwürfe deutet der Schiedsrichter. Und schon der erste war erfolgreich. Man darf gespannt sein, ob der zweite auch erfolgreich ist. Nein, ist er nicht. Es bleibt bei einem Punkt für die Salzburger in dieser Spielsituation. Die Salzburger bleiben allerdings am Ball. Wurf, schön gemacht. Und wiederum ist das Spiel unterbrochen. Die Gäste haben Ballbesitz. Jetzt wieder eine Möglichkeit für die Gäste aus Wien. Gut aufgepasst. Die Salzburger starten einen herrlichen Angriff. Vielleicht jetzt wird das vielleicht ein Korb. Nein, das Spiel ist wieder unterbrochen. Und wird mit einem Ballbesitz für die Wiener fortgesetzt. Ja, die Nummer 9, Igor Jereminow aus der Slowakei, ist der Ball. Rückpass. Da können die Salzburger den Ball wieder in ihre eigenen Reihen holen.
jetzt wieder in Domino und es war wieder der Nummer 9, Igor hier. Das Spiel wird fortgesetzt mit einem Schiedsrichterball. Schöne Aktion. Pass. Auch da bringt es nichts ein für die Gäste. Jetzt wieder die Salzburger, die einen schnellen Konter starten. Rück. Das wäre wohl für einen Mitspieler gedacht gewesen, der allerdings offenbar nicht angekommen ist. Ja, ich habe schon erwähnt, die Salzburger haben mit dem Spanier Guillermo Sanchez Daza den zweitbesten Scorer der Liga in ihren Reihen, der aktuell 21,8 Punkte pro Spiel erzielen konnte. Er trägt übrigens in dieser Partie die Nummer 10. Gut, Passaktion. Herrlicher Einsatz und auch dieses Mal blieb der Einsatz aus Salzburger Sicht leider unbelohnt. Es gibt wieder Freiwurf für Salzburg. Erster Freiwurf war erfolgreich. Diesen gibt es auch noch einen zweiten, der allerdings nicht in den Korb hineinging. Jetzt wieder die Geste am Ball. Die Nummer 19 ist Elias Harlofer. Das war, glaube ich, die Nummer 16. Doch diesmal ein weiterer schöner Aktion. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Gut geblockt von, war allerdings ein Foul, wie ich aus dieser Perspektive behaupten würde. Jedenfalls wird das Spiel mit Ballbesitz für die Gäste aus Wien fortgesetzt. Die allerdings nichts mehr bringt. Jetzt wieder ein Konter, aber auch dieses Mal ging der Ball hinter den Korb. Ballbesitz ganz klar für die Gäste aus Wien. Wiederum die Nummer 10 ist Alexander Trebern, der Guard, im Einsatz 1,98 Meter groß. Jetzt wieder Freiwürfe für die Gäste aus Wien. Wurf, erster Freiwurf war erfolgreich. Salzburger wieder am Ball. Sehr ein sehenswerter Konter. Immer noch die Salzburger dran. Ja.
und verlieren den Ball. Wurf. Wie wir gehört haben, wird ein Basketballspiel auf 4 Vierteln zu je 10 Minuten Nettospielzeit gespielt. Das bedeutet, die Uhr wird entsprechend dem Eishockey bei jeder Spielunterbrechung angehalten. Auch die Zählung der Punkte sieht so aus, dass ein Korb grundsätzlich 2 Punkte zählt. Außerhalb der 3-Punkte-Linie gibt es 3 Punkte und ein Freiwurf zählt jeweils einen Punkt. Soweit also das Wichtigste zu den Regeln und wir schauen uns gleich das zweite Viertel dieser interessanten Begegnung an. Nach dem zweiten Viertel konnten die Salzburger einen Vorsprung herausholen, der auf jeden Fall doch sehr deutlich war. An sich sollte nichts mehr anbrennen und ob die Salzburger es schafften, auch im dritten Viertel noch den Vorsprung auszubauen oder zumindest zu halten, das sehen wir im folgenden dritten Viertel, zu dem ich euch viel Spaß. Im dritten Viertel zunächst einmal die Salzburger am Ball. Schöne Aktion. Wurf. Sehr gut abgefangen. Und auch hier ein weiterer 2-Punkte-Wurf für die Salzburger. Schön herausgespielt, kann man da nur sagen. Dann wieder die Geste aus Wien. Wurf. Neuerlicher Versuch. Auch da ging der Ball irgendwie durch. Sehr gut aufgepasst von der Defense der Salzburg. Ballbesitz für die Basket 2000 Warriors aus Wien. Sie bleiben gleich am Ball, weil der 3-Punkte-Wurf war nicht erfolgreich. Wieder ein neuer Versuch. Die Basketballer können den Wurf in ihre eigenen Reihen. Aber da gab es in der Salzburger Defense kein Durchkommen. Wieder ein Angriff, das erste Wurf und dieses Mal ein weiterer 2-Punkte-Wurf, als ein Timeout gab. Nach diesem Timeout wird das Spiel mit einigen Freiwürfen fortgesetzt. Beziehungsweise mit einem Ballbesitz für die Gastgeber. Schöne Aktion. Aber der Ball wurde vom Schiedsrichter abgefangen, daher kein weiterer Punkt für die BBU Salzburg. Wie gesagt, die Nummer 10, das ist der Topscorer der Salzburger, Guillermo Sanchez Daza aus Spanien. Neuer Wurf, aber auch dieser 3-Punkte-Versuch war auch nicht gerade von Erfolg gekrönt, um es mal vorne auszudrücken. Wieder die Geste aus Wien. Nummer 16, Elias Rablhofer war das, den wir kurz vorher gesehen haben. Was? Sehr gut aufgepasst von der Defense der Salzburger. Wieder die Salzburger im Angriff.
wird allerdings gefault und das ergibt, soweit ich erkennen konnte, 2 Freiwürfe. Mal eine kurze Unterbrechung diesem Viertel, in dem es schon eine klare Führung für die Gastgeber gab. Erster Freiwurf war nicht erfolgreich. Es gibt noch einen zweiten. Die Anzahl der Freiwürfe richtet sich, wie wir gehört haben, hier bekanntermaßen nach der Anzahl der möglichen Punkte und der zweite Freiwurf war ebenso nicht erfolgreich. Jetzt wieder die Geste aus Wien am Ball. Sehr gut aufgepasst. Wiederum die Salzburger im Angriff. Schön gemacht und wieder nichts. Eine gute Aktion, aber der Ball landet nicht im Korb. Gut für die Salzburger, dass es auch den Gästen nicht gelang. Jetzt wieder 2 Punkte für die Gäste. In einer interessanten Begegnung, bei der allerdings, wie gesagt, die Salzburger klar die Nase vorne hatten. Wurf und weitere 2 Punkte, schön gemacht von den Salzburgern. Ja, was kann man bisher zu diesem Spiel sagen? Es geht hin und her und ein sehr flottes und abwechslungsreiches Spiel, wie ich finde. Dann wieder die Gäste am Ball. Dragisan Nadjanovic ist dran. Aber auch da können sich die Gäste nicht entscheidend durchsetzen. Allerdings bleiben die Gäste im Ballbesitz. Die Nummer 6, Radovanovic, Leuern, versucht es aber auch da, gab es an der Defense kein Durchkommen. Die Salzburger scheitern allerdings auch beim Versuch, einen weiteren Korb zu erzielen. Es gibt wieder Freiwürfe. Der zweite war drinnen, schön gemacht. Ein weiterer Punkt für die Salzburger in dieser Begegnung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Oh, schön aufgepasst. Da dürfte es auf jeden Fall mehr geben. Soweit ich erkennen konnte, auf jeden Fall Ballbesitz für die Wiener. Gut gemacht von der Nummer 3. In Alexander Trevan. Wieder die Salzburger im Angriff.
war auch sehr ein ungenauer Pass, der allerdings nicht angekommen ist. Und so ist es kein Wunder, dass der Ballbesitz zu den Salzburgern wechselte. Wieder ein Angriff. Und hier sehen wir auch das Ergebnis der zweiten Mannschaft eingeblendet in der Salzburger Basketball-Landesliga, die gegen die U19 mit 63 zu 74 verloren hat. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der Ball geht auf jeden Fall doch sehr deutlich am Korb vorbei. Wieder ein neuer Versuch. Kein erfolgreicher Korbversuch. Schöne Aktion. Die Salzburger können den Ball sehr gut in ihren eigenen Reihen behalten. Wurf. Ein 3-Punkte-Wurf wäre es gedacht gewesen, der allerdings nichts einbringt. Schöner Pass. Sehr gut aufgepasst von Salzburg, die wieder im Angriff sind. Schöne Kontermöglichkeit, aber auch dieses Mal ein weiterer Pass. Und diesmal geht der Ball nicht in den Korb. Wären auf jeden Fall für die Salzburger 2 Punkte gewesen. Spiel geht weiter. Schöne Aktion. Und na, der Ball auch nicht in den Kopf. Es gibt Freiwürfe. 2, glaube ich, an der Zahl. Erster Freiwurf war erfolgreich. Und auch der zweite, 2 Punkte bei 2 Freiwürfen. Die optimale Ausbeute, wie sagen. Wieder die Gäste am Ball. Im Vordergrund sehen wir die Nummer 10, Alexander Trebern. Und auch dieses Mal gab es kein Sinn. Wieder die Salzburger am Ball. Und die Refa 3 Punkte. Herrlich gemacht und ein schön anzusehender Korb. Herrlicher 3-Punkte-Versuch von Alexander Trübern, der allerdings nichts einbrachte. Wurf. Und weitere 3 Punkte. Super gemacht. Jetzt gab es natürlich auch für die Salzburger wieder 3 Punkte. Hintereinander innerhalb der vergangenen paar Minuten gleich 6 Punkte. Super gemacht, kann man da nur sagen. Jetzt wieder Alexander Trebern am Ball. Und auch dieses Mal ging der Ball nicht in den Korb. Thank you.
Es gibt allerdings drei Würfe, zwei an der Zahl. Der erste war erfolgreich. Und auch der zweite ging daneben. Wieder die Salzburger im Angriff. Auch da bringt es nichts ein. Pass. Nummer 14, das ist übrigens Jakob Draxler von den Wienern, die am Ball bleiben. Wieder sehen wir Alexander Trevan, Nummer 10, der dieses Mal auch mit einem Korb erfolgreich war und seiner Mannschaft zwei Punkte einbrachte. Jetzt wieder die Salzburger im Angriff. Neuerlicher Versuch, aber auch da ging der Ball über den Korb drüber. Wieder die Nummer 14 der Gäste. Passt auf die Nummer 6, die Soranatanovic. Und jetzt gibt es natürlich wieder die 24-Sekunden-Regel, bei der Ball über die Mittellinie bzw. in Richtung Korb gebracht werden muss. Jetzt wieder die Salzburger im Angriff. Aber auch sehr weit vorbei an Freund und Feind. Alexander Ivan ist wieder am Ball, die Nummer 10. Doch dieses Mal mit einem 3-Punkte-Wurf erfolgreich. Jetzt wieder die Salzburger am Ball. Auch die Nummer 10 der Salzburger, das ist Julima Sanchez-Lanza, der Topscorer. Zweitbester Scorer in der Liga, wie gesagt, mit 21,8 Punkten pro Spiel im Durchschnitt. Dieses Mal wieder die Gäste am Ball. Neuerlicher Versuch. Sehr gut geblockt von der Defense der Salzburger. Und das ist natürlich keine weiteren Punkte für die Gäste aus Wingab. Trotz des deutlichen Ergebnisses und des Zwischenstandes war dieses Spiel alles andere als langweilig. Nummer 14 ist übrigens Jakob Draxler. Kein Erfolg für die Gäste. Doch dieses Mal war es ein klares Foul von Basketball 2000. Auf Seiten der Salzburger gibt es einen Spielerwechsel, der ja beim Basketball unbegrenzt oft möglich ist. Und es gibt auf jeden Fall Freiwürfe.
2 an der Zahl. Erster Freiwurf erfolgreich. Das Spiel wird fortgesetzt. Einwurf, die Nummer 15, das ist Christian Joch, der Vorwart des Salzburger. Als Vorwärts werden übrigens die Angriffsspieler bezeichnet, aber das zweite Viertel ist somit beendet. Eine klare Sache für den Gastgeber der BBU Salzburg war diese Begegnung. Sehr deutliche Vorsprünge und schöne Körbe waren auch in diesem dritten Viertel zu sehen und daher möchte ich eigentlich nicht lange um den heißen Brei herumrennen und sagen, wir kommen zum vierten und letzten Viertel dieser super Begegnung. Beim letzten Viertel spielt zwischen der BBU Salzburg und dem Basketballern 2000 Warriors aus Wien zunächst wieder mal die Gastgeber am Ball. Werden hier gut abgedrängt, aber sehr gut aufgepasst von der Defense der Gäste. Die Salzburger können sich hier nicht wirklich durchsetzen. Das Spiel wird mit Ballbesitz für Salzburg fortgesetzt, versuchen sich da durchzudanken. Wurf und jawohl, ein weiterer 2-Punkte-Treffer geht auf das Konto der Gastgeber. Dann wieder die Wiener Ball. Wurf kommt in die Mitte und auch da ein 2-Punkte-Wurf für die Gäste aus Wien. Eine auf jeden Fall sehr interessante Begegnung. Dann wieder ein neuer Versuch. Können sie sich nicht wirklich durchsetzen. Wurf, aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder. Auch da keine Aktion. Es gibt wieder Freiwürfe für Salzburg. Die Gäste aus Wien wechseln ihre Spieler, was ja, wie wir gehört haben, beim Basketball unbegrenzt oft möglich ist. Kurze Unterbrechung dieses Spieles. Boden muss gereinigt werden. Ja, jetzt gibt es wieder die beiden Freiwürfe. Der erste Wurf war erfolgreich. Und auch der zweite ging nicht hinein. Ein Punkt immerhin aus den beiden Freiwürfen erzielt. Jetzt wieder eine Aktion der Gäste, die einen neuen Angriff starten und gut abgeblockt werden. Ja, und hier sehen wir auch den Termin des nächsten Heimspielers angesagt am 3.12. um 19.30 Uhr gegen die KO Sellowitz aus Klagenfurt. Weitere Treffer für die Gastgeber, die einen wirklich schönen Konter starteten und die Gäste wiederum am Ball. Ein abwechslungsreiches Spiel. Gäste finden keine Anspielstation, aber auch diesmal kein Korb für die Gäste, sehr gut aufgepasst von der Defense der Salzburger. Ist geblockt,
Und erneut die 24 Sekunden Regel. Der Ball muss auch über die Mittellinie bzw. Richtung Korb geschossen werden, sonst wird das Spiel mit einem Ballbesitz für den Gegner fortgesetzt. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit und weitere 2 Punkte für die Gäste aus Wien. Pass. Und ein weiterer 3-Punkte-Wurf, herrlich herausgespielt und außerhalb der sogenannten 3-Punkte-Linie. Wurf und auch die Wiener waren mit einem 3-Punkte-Wurf erfolgreich. Wieder ein 2-Punkte-Wurf wurde hier von der Defense der Wiener nicht attackiert. Wäre auf jeden Fall regelkonform, wie wir hier des Öfteren schon gesehen haben. Hier sehen wir den aktuellen Spielstand 70:41 für die Gastgeber aus Salzburg. Das Spiel ist unterbrochen. Ballbesitz für die Wiener, die immer noch am Ball sind und auch einen weiteren Korb erzielen können. Und dieses Mal wäre der Ball fast hineingegangen. Im Nachwurf ging der Ball auch tatsächlich in den Korb. Weite Aktion, super gemacht, aber wie gesagt, der Ball konnte nicht gefangen werden. Dann wieder Ballbesitz für die BBU Salzburg hinter dem eigenen Korb. Wie eine schöne Kontermöglichkeit. Das könnte mehr draus werden. Kein Korb. Im Nachschub landete der Ball drinnen. Weitere Treffer herrlich herausgespielt. Gast. Wurf. Da bringt es nichts ein. 24 Sekunden Regel trat wieder in Kraft. Aufgrund der sehr guten Defense der Salzburg. Jetzt wieder ein neuer Konter. Aber es bringt nichts ein. Schwieriger Pass, war drinnen mal 3 Punkte für die Liste aus Wien. Alles in allem sieht es auf diesen Bildern natürlich sehr einfach aus, was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, dass es nicht unbedingt ist. Jetzt wieder ein weiterer
Korb von den Salzburger, der auch, wie ich finde, schön herausgespielt war. Spiel wird fortgesetzt. Es gibt Ballbesitz bzw. Freiwurf für die Salzburger. 2 an der Zahl. Korb, der Ball war drinnen. Gleich weitergespielt. Ein Freiwurf. Wurf. Und auch da wieder ein schöner 3-Punkte-Wurf der Gäste. Jetzt wieder die Salzburger am Ball. Schöne Aktion, was wieder sehr weit vorgelegt. Da hat man natürlich nicht wirklich eine Chance, den Ball zu erlaufen. Die Aktion. Wurf. 3 Punkte, herrlich herausgespielt. Und ich schätze mal, die Entfernung war gut und gerne 8 Meter. Korb, es geht ja flott hin und her mit den Punkten auf beiden Seiten. Allerdings, wie wir gesehen haben, hatten die Salzburger schon einen ziemlich deutlichen Vorsprung, wo eigentlich nichts mehr anbrennen sollte. Wieder gut gedeckt. Die Salzburger können sich den Ball zurückerobern bzw. am Wurf hindern. Es gibt hier drei Würfe. 2 an der Zahl. Werden von der Nummer 8 der Wiener Ian Malenzic ausgeführt. Der zweite Wurf war nicht erfolgreich. Wurf. Da geht der Ball vorbei. 3 Minuten 10 in diesem Schlussviertel noch zu spielen. Schöne Aktion der Gäste aus Wien. Wurf und Treffer, 2 Tore, 9 Punkte für das Salzburger in diesem eben neuerlicher Korb, 2 Punkte. Also da geht es natürlich flott. So schnell kann es auf jeden Fall beim Basketball gehen. Wir sind nach wie vor im Schlussviertel. Freiwürfe für die. Es ist die Nummer 16, Elias Rabelhofer, die Freiwurf ausführt. War erfolgreich. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Das war etwas ungenau. Die Nummer 5 der Wiener, das ist übrigens Dragisan Jadanovic, der Guard, mit einer Größe von 1,83 Meter.
Salzburger sind im Ballbesitz. Und auch dieses Mal geht der Ball vorbei. Neuerlicher Versuch. Wurf immer noch die allerdings wegen Schritte. Das Spiel wird mit Ballbesitz bei den Wiener fortgesetzt. Die wieder einen Angriff starten. Die Nummer 9, das ist Igor Jereminow, der einen 3-Punkte-Wurf erzielt. Die Salzburger können sich allerdings sehr rasch den Ball rückerobern. Wurf, schön gefangen. Aber auf jeden Fall Schrittfehler, wie man hier sehr deutlich erkennen kann. Wieder die Salzburger, die Wiener. Ein sehr weiter Wurf, wird es ein Korb, jawohl, 2 Punkte für die Salzburger, war ein sehr sehenswerter Spielzug der Gastgeber. Auch dieses Mal ging der Ball an den Rand, aber nicht hinein in den Korb, wäre ein 3-Punkte-Wurf gewesen. Es gibt allerdings Freiwürfe. Erster Freiwurf nicht erfolgreich. Zweiter auch nicht. Und der dritte wird er erfolgreich. Nein, 3 Freiwürfe vergeben auf Seiten der Gäste. Jetzt wieder Dragisan Jadanovic am Ball, der allerdings den Korb nicht trifft. Wieder die Salzburger Ball. Wurf. Das ist eine sehr gute Aktion. Sollte auf jeden Fall mal werfen, aber der Ball geht nicht in den Korb. War auch aus diesem Winkel sicherlich nicht einfach, da zu treten. Wieder Freiwürfe, ich glaube 3 an der Zahl, wenn ich richtig erkannt habe. Auch da kein Erfolg. Die Salzburger können sich den Ball zurückerobern, verlieren ihn an die Gäste. Die Nummer 14 ist Jakob Draxler. Und erinnern, Wurf, sehr gut aufgepasst von den Gästen, dennoch gewinnen die Salzburger diese sehr wichtige Begegnung mit einem letzten Endes deutlichen und auch in dieser Höhe verdienten Endergebnis. Hier ein weiterer Korb, der 2 Punkte auf das Konto der Gastgeber bringt. Hier noch einige Szenen. Möglichkeit.
und das Spiel ist beendet. Das also war das Basketballspiel zwischen der BBU Salzburg und dem Liga-Neuling Basket 2000 Warriors aus Wien, das die Gastgeber erfreulicherweise sehr deutlich für sich entscheiden konnten. Damit konnten die Salzburger auch an den Wienern vorbeiziehen und sind nun auf Platz 8 der Tabelle zu finden. Zu diesem Sieg gratulieren wir recht herzlich und ich darf euch an dieser Stelle auch noch den nächsten Heimspieltermin der Basketballer der BBU Salzburg ankündigen. Es ist am Samstag, den 3. Dezember um 19.30 Uhr. Gegner in der Sporthalle Alpenstraße sind die Spieler von der KAS Zellowitz aus Klagenfurt. Mit dieser Information sind wir auch schon wieder am Ende dieser Spezialausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wünsche allseits noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Das sagt euer Markus Dorn.